Moin, herzlich willkommen zur Freitagsausgabe Let's Play LS17. Ja, ihr wisst ja Bescheid, nordfriesische Marsch und so weiter und so fort. Ich wiederhole mich nur ungerne, aber ich muss es leider mal wieder tun. Ach, ich könnte eigentlich noch mal eben hier vernünftig sauber machen, oder? Sprich eben hier so die Ecken noch mal eben wegdreschen, oder? Zu verschenken haben wir ja nichts. Also Raps haben wir diesmal eh nicht so viel angebaut. Und dann dreschen wir uns mal eben hier die Ecken weg. Das sind zwar nur, weiß ich nicht, nicht mal 1000 Liter wahrscheinlich. Aber wer den Pfennig nicht ehrt, ist es Talers nicht wert, oder wie war das? Hier tatsächlich noch was liegt. Hier noch was. Ein bisschen. Also ich sag ja, das sind mal knapp 100 Liter. Also eigentlich lohnt sich das nicht. Der Verkauf bei McDonald's ist auch schon abgeschlossen. Auch schon richtig Geld in die Kassen gespült. Da müssen wir dann gleich weitermachen, Sachen zu produzieren bzw. einzulagern, auszulagern und zu den Produktionen zu bringen. Also, wenn es 200 Liter werden, dann ist es schon fast viel, was wir hier jetzt geerntet haben. Mir fast peinlich, dafür jetzt den Abfahrer zu rufen, aber von nichts kommt nichts, ne? So, dann mach mal. Dafür fährst du jetzt hier quer durch die nordfriesische Marsch. Ja, es ist wie es ist. So. Wir berechnen einen neuen Feldkurs für Feld 43. Den haben wir ja noch nicht.
Wollen wir mal harte Vorgewände machen? Bleibt nicht so viel stehen. Mal gucken, wie er das macht. Bin mal gespannt. Nein. Feld 43. Dreschen. Das ist jetzt so ein bisschen lästig. Aber sonst... So. Jetzt müssen wir uns mal... ein bisschen Gedanken machen. Abfahrerkurse. Einfahren. So. Kursaufzeichnung beginnen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich hier tue. Ich speichere jetzt einen kleinen temporären Kurs bis hier. Temp nenne ich die immer. Und dann F 41, 43. Kleine Insel. Dieser Punkt hier unten heißt bei mir kleine Insel. Hat den Vorteil, dass ich nicht für alles Mögliche von hier unten dann wieder komplett neue Abfahrkurse einfahren muss. Jetzt mache ich den hier aus, fahre ein kleines Stück vor, sage Kursaufzeichnung beginnen, fahre jetzt zum Hofsilo. Er hat ja zwar jetzt erstmal keinen Abfahrer und er ist gleich voll und das natürlich am Deich, was natürlich echt doof ist, aber egal. Kann ich jetzt gerade mal nicht ändern. Er fährt hier auch irgendwie den ganzen Tag immer voll hin und her.
Idee. Ich wollte auch immer mal zwischen zwei Aufnahmesessions die die Paletten unter der Map raussuchen. Oha. Hier ist ja was los. So, und dann fahren wir hier rum. Halten den hier an, speichern den als Tümp. Kleine Insel. Hof Silo. So. Und jetzt baue ich mir einen Kurs zusammen. Ich schalte hier mal ein, dass man den Kurs sieht. Gut, den sieht man erst, wenn ich von der Karte, von der Waage runter bin. So, das ist im Moment der Kurs, den ich gerade eingefahren habe. Den schmeiße ich mal hier aus dem Speicher. Jetzt gehe ich hier nach unten. So, ich möchte vom Feld dahin. Von da aus möchte ich hier bis zum Hofsilo. Vom Hofsilo möchte ich wieder bis zur kleinen Insel. Und von der kleinen Insel möchte ich wieder zum Feld 4143. Jetzt habe ich mir aus vier einzelnen Kursen einen langen Kurs zusammengebaut. Und den speichere ich jetzt ab. Und nenne den Feld 4143 Hofsilo. So. Da ist er. Und ich sag ihm jetzt, er soll einen Drescher abtanken. Den Drescher soll er finden auf Feld 43. Und er soll den Kurs beginnen am nächsten passenden Wegpunkt. So, wenn jetzt nichts schief geht, dann fährt er jetzt zum Feld 43 und fängt dann da an, den Drescher abzutanken. Beobachten wir mal. Hier bin ich dann irgendwie scheinbar ein bisschen langsamer gefahren. Das macht mir jetzt aber auch nichts. Habe ich jetzt keinen großen Stress mit. Was ich aber gleich mal mache, ich stelle gleich mal den. Ja, das kann ich auch jetzt machen. Wo fährt er denn? Da, den da. Abfahrer entlassen. Nein! Das war natürlich klar. Wenn ich ihn natürlich so direkt von der Abbiegung entlasse, natürlich klar, dass er dann nicht mehr sauber fahren kann. So, jetzt müsste mir hier gleich mein Traktor entgegenkommen. Da kommt er. Ja, Kurve schön geschnitten, danke. Da könnte es dann teilweise nochmal zu Problemen kommen. So, aber wir haben jetzt erstmal Weizen ohne Ende überall. Können da eigentlich gar nicht gegen an produzieren. Das hier jetzt auch noch ins Hofsilo. Oh, Zeit ist um, ihr hört's. Leute, das war's für heute, für den Freitag. Morgen 2 Folgen ganz normal, Samstag 2 Folgen ganz normal und zusätzlich morgen natürlich. Ihr ahnt es, vielleicht auch nicht. Match
Experience gegen Friesenjung. 16 Uhr morgen. Guckt gerne vorbei und würde uns sehr freuen. Macht Höllenspaß, die Matchmap zu spielen. Die Zeit vergeht für uns beim Aufnehmen wie im Flug. Man denkt, man ist gerade irgendwie 5 Minuten oder 10 Minuten im Spiel und sieht auf einmal, man hat nur noch 3 Minuten über. Das ist echt der Kracher. Also, Danny, Fat Action, danke für die Map. Das ist echt geil. Also kann man nicht anders sagen. Es macht wirklich Laune. Das ist echt cool. Okay, gut, in diesem Sinn, ich will euch hier nicht weiter unnötig aufhalten und voll quatschen. Das mache ich schon so immer genug. Ich bedanke mich bei euch und sage ciao.